Am 26. Mai wählen wir ein neues Europäisches Parlament. Wir wissen, dass 70% aller Gesetze und Regeln, die uns kleine und mittelständische Wirtschaft betreffen, in Straßburg und Brüssel getroffen werden. Diese kleinen und mittelständischen Betriebe sind es, die das Rückgrat der europäischen Wirtschaft ausmachen. Und es sind auch diese Betriebe, die in der Krise am besten reagiert haben. Wir garantieren Nachhaltigkeit, wir garantieren Innovation, Ausbildung und Arbeitsplätze. Auf diese Art und Weise erhalten wir Wohlstand in unserem Europa. In Österreich müssen wir dringend arbeitsrechtliche, steuerliche und nationale bürokratische Hürden überwinden, wenn wir die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung gemeinsam realisieren wollen. Am besten wird uns das gelingen, wenn wir das in Europa gemeinsam machen. Deshalb verfolgen wir auch sehr aufmerksam die Vorhaben der politischen Parteien, die eine unternehmerfreundliche Linie verfolgen. In Europe, we are not only the economy. We are also 50% of the European voters. Out of 23 million registered enterprises, 99.8% are small and medium-sized companies. We train 80% of skilled workers. We employ 60% and we create 2/3 of the European wealth. Together with our partners, families and employees, we represent more or less 200 million voters. So we, Europe's creative and productive middle class, can decide the next majority in the European Parliament. Our vote counts for our interests and for Europe. You see, Europe needs the small and medium-sized enterprises. It needs us, but we also need Europe. But it must be a Europe that thinks small first. Therefore, we must choose those candidates that propose good policies for us European entrepreneurs. Vote for a Europe that thinks small first. We vote for SMEs.